Have you ever felt? Are you listening? Damn. Die Top 5 Teleakquise Tipps. Hallo, ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klein Coaching und Consulting Services. Und mit dieser Videoserie oder mit diesem Video möchte ich gerne mal die Top 5 Telefonakquise Tipps zusammenfassen, die meiner Erfahrung nach, meiner langjährigen Erfahrung nach auch immer wieder gerne falsch gemacht werden, beziehungsweise sogar falsch angelernt werden. Und hier gleich mal zum ersten Tipp, und der wäre: Der Ton macht die Musik. Ja. Wer kennt das Sprichwort nicht? Der Ton macht die Musik. Ja, das ist einfach, wenn man sich unterhält oder wenn man in der Partnerschaft oder was auch immer, in jeder Beziehung, macht immer der Ton die Musik. Und bei der Telefonakquise, wie könnte es anders sein, ist es natürlich umso wichtiger. Also hier nochmal ein oben drauf, ja. Denn in der Telefonakquise, da hat man ja nur seine Stimme. Ja. Also die Stimme ist hier sozusagen das Werkzeug. Und ganz klar ist es natürlich extremst wichtig, hier von Anfang an entsprechend eine Connection aufzubauen, eine Verbindung, um Vertrauen zu generieren, um überhaupt eine Möglichkeit, eine Chance zu ergattern, überhaupt ins Gespräch zu kommen, sei es mit der Vorzimmerdame, mit dem Empfang, ja, oder dann eben auch später mit dem eigentlichen Entscheider oder Mitentscheider oder wenigstens mal mit dem Influencer ins Gespräch zu kommen, ja. Und häufig ist ja der ein Entscheider gleichzeitig auch ein Influencer. Ja? Das vergessen auch viele, dass das häufig eine und dieselbe Person ist. Ja? Denn wo eine Person entscheidet, ja, auf der nächsthöheren Ebene ist sie wieder ein Influencer. Aber das ist ein Stoff für ein anderes Video. Und hier die drei wichtigsten Punkte, was die Stimme angeht. Das ist Höflichkeit, Hartnäckigkeit und Autorität. Ja? Also höflich, hartnäckig und autoritär. Ja? Und damit ist nicht gemeint dominierend oder dominant oder arrogant. Ja? Mit hartnäckig ist nicht gemeint nervig, ja, penetrant oder ähnliches, ja. Und höflich, immer höflich bleiben ist extremst wichtig. Man könnte das auch professionell, ja, immer professionell bleiben, denn auch wenn man mal eine Abfuhr bekommt oder ja, etwas dümmlich angesprochen wird oder ein etwas negatives Feedback bekommt, sagen wir es mal so, das kann auch immer wieder passieren, dass man einfach höflich bleibt und dann eine gewisse Distanz, ja, weil es eben der Job ist und es ganz nicht persönlich nimmt. Und ich habe schon vieles erlebt, ja, in meiner Zeit auch als Ausbilder, Leute, die quasi den Hörer haben fallen lassen und einfach die ganze Sache hingeschmissen haben, weil sie es nicht ertragen konnten, ja, dass sie auch mal blöd angeredet werden in der Kaltakquise oder in der Telefonakquise, ja. Und deswegen nochmal, ich fasse nochmal zusammen: Höflichkeit, also höflich bleiben, immer höflich bleiben, sprich professionell. Das zweite war Hartnäckigkeit. Und damit ist nicht Nerven oder irgendwas gemeint, sondern immer am Ball bleiben und niemals aufgeben. Und wenn du auch irgendwo sozusagen einen Strich drüber fährst, ja, die einfach sagst, okay, da ist jetzt eine Wiedervorlage für ein Jahr oder der hat absolut gesagt, der will nie wieder angerufen werden, ja,
dann meine ich mit Hartnäckigkeit nicht den gleichen nochmal anrufen, ja, sondern einfach insgesamt, ja, immer am Ball bleiben. Ja, das ist ganz wichtig, das soll man nicht falsch verstehen. Ja. Und der dritte super wichtige Punkt ist Autorität. Autoritär, das bedeutet hier mit einer gewissen autoritären Stimme, ja, ins Gespräch zu gehen. Ja, genau wissen, zu wissen, was man will, mit wem man sprechen will. Ja. Wenn man den Namen nicht weiß, ist es nicht so gut. Aber dann eben mit welcher Position, mit welcher Abteilung und ganz konkret muss man eben wissen, was man will und wohin man will. Ja. Vom ersten Gespräch an, das kann beim Empfang sein, an der Pforte. Also jemand, der mit dem Ganzen überhaupt gar nichts zu tun hat, ja, irgendwie ein Security-Member, ja, also von, ich weiß nicht wo, als so ein Pforten-Mitarbeiter und so weiter, ja. Und diese ganzen Instanzen, die eigentlich vor dem eigentlichen Gespräch stehen, müssen wir möglichst schnell überwinden. Hier einfach kurz und knapp genau zu wissen, wohin man eigentlich will, ja. Und das ist einfach nochmal das, was ich nochmal hier dazu sagen will, dass es auch häufig falsch verstanden und auch falsch gelehrt wird. Ja, so nach dem Motto, naja, du bist doch der Telefonakquise-Experte, frag dich einfach durch, na, das ist doch Teil deines Jobs. Nein, klar ist Durchfragen eine Möglichkeit, aber dass du mehr du schon im Vorfeld weißt, wohin du eigentlich willst und recherchiert hast, mit wem du eigentlich sprechen willst, ja, desto höher, ja, und wesentlich höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch letztendlich mit jemandem entsprechend schnell ins Gespräch kommst. Ja. Denn die allerwenigsten wollen Leute, die anrufen und nichts wissen. Ja. Also so ungefähr, sagen Sie mir doch mal, mit wem ich mich jetzt am besten unterhalten sollte, ja, an der Pforte oder sowas. Und die wissen in der Regel schon gleich dreimal nichts. Ja. Die haben teilweise nicht mal irgendwie Einsicht in Kalender oder Abwesenheitslisten oder Ähnliches. Ja. Genau, so viel und so weit zu diesem ersten Tipp. Und der zweite folgt zugleich. Bis gleich. Tschüss.